Hallo, dies ist wieder der Xenon Squad und Mega Man Base. Heute mit dem zweiten und im Prinzip letzten Level des Königsschlosses. Mit Mega Man, ja. Jetzt haben wir diesen Panzer vor uns. Na, mal sehen, ob er sich tatsächlich ohne Waffe besiegen lässt. Ich weiß es nicht. Jetzt wird eine Menge Herumprobiererei. Zumindest gehe ich davon aus. Und ja, ansonsten möchte ich mich mal gleich dafür entschuldigen, dass die Folge heute etwas später kommt. Das liegt schlichtweg daran, dass mir so ein bisschen die Zeit ausgegangen ist. Ja, das passt sich sehr gut, dass ich das herausgefunden habe. Das muss man ja vorerst mal wissen. Nee, also wie gesagt, Entschuldigung dafür, dass die Folge heute wieder etwas spät dran ist. Und auch zukünftig muss ich leider sagen, dass es durchaus vorkommen kann, dass Folgen nicht rechtzeitig erscheinen oder vielleicht auch zeitweise sogar gar keine kommen. Da ich momentan wieder relativ viel zu tun habe und ja, das momentan dann deswegen einfach nicht mehr garantieren kann. Und lieber sage ich da gleich vorher Bescheid, bevor dann später teilweise keine Videos kommen und dann fragt sich jemand wieso. Also wenn es so kommen sollte. Ah ja, hier komme ich also auch nicht ohne Waffe weiter. Nein, also wenn es tatsächlich so weit kommen sollte, wisst ihr wieso. Also, der Panzer. Das Level dauert ja nicht lange, aber... Ich habe diesen Gegner noch nie ohne Waffe gemacht, daher weiß ich nicht. Ah. Nee. Ja, so müsste das hinhauen. Von der Reihenfolge her. Ah. Von der Reihenfolge her werde ich exakt dasselbe machen wie mit Base damals. Erstmal vorne das Maschinengewehr. Dann diese hintere Klappe. Und zum Schluss diese obere Waffe. Gerade dieser Turbo, den er da einsetzen kann, der wird das größte Problem sein, wenn ich diese obere... diesen, weiß nicht, Granatenwerfer ist es nicht wirklich. Das sind ja keine Granaten, das sind ja wirklich Bomben. Der Gegner hat wirklich keine Lust, den Kampf irgendwie anständig zu führen. Hm? Muss ich vielleicht auf ihn zugehen? Keine Ahnung. Das größte Problem an diesem Gegner ist halt, dass ich... ich habe keine Ahnung, wie ich ihn steuern soll. Er ist halt nicht wie andere Gegner, dass er ein gewisses Muster hat, nachdem er verfehlt, beziehungsweise aus dem er zufällig Attacken auswählt, sondern... Ah, danke schön.
nachdem er zufällig Attacken auswählt, wie andere Bosse, sondern ja, er ist halt offensichtlich von unserer Bewegung abhängig. Von diesem oberen Teil, den muss man irgendwie erwischen können. Ja, wenn ich diesen, wenn ich mir den Levelaufbau des zweiten Levels dieses Schlosses nochmal ins Gedächtnis rufe, dann fällt mir auf, dass ich gegebenenfalls doch Pech habe, da ich mir das Leben nicht mehr holen kann, ohne die Waffe von Coldman einzusetzen. Was mir natürlich strengstens untersagt ist. Da ich es an der Stelle ja nicht muss, um weiterzukommen, sondern nur um einen Gegenstand zu bekommen. Das ist nicht legitim. Nicht nach meinen Regeln. Aber wie man im Menü unschwer... Ah nein, das konnte man noch gar nicht sehen. Ja, natürlich habe ich mir wieder ein neues Leben gekauft. Da habe ich schon dran gedacht. Sag mal, kann ich dem auch Schaden machen, wenn ich ihn so treffe? Autsch! Ich wollte gerade sagen, der könnte langsam die Klappe auch wieder aufmachen. Das eigenartig finde ich, dass meine Schüsse hier hinten irgendwie trotzdem treffen. Schaden sollten sie eigentlich keinen machen. Da oben treffen sie, aber es blinkt halt nichts. Ja, tut mir leid, der Kampf ist wieder ewig, dauert aber kurz darauf. Ich persönlich muss mich darauf einstellen. Und rede gerade wieder unglaublichen Blödsinn daher. So. Ist das Ding auch endlich kaputt? Der wirft die Dinger erst, wenn... Jetzt hat er nicht mal einen Ton von sich gegeben. Aktiviert aber auch immer erst dann, wenn er... Ah, getroffen. Na gut. Aber es ist möglich. Sau schwer, aber möglich. Natürlich. So, wieder Schrauben für später dann. Bei dem späteren Teilen des Levels, ja gut, Angst haben muss ich vor dem zweiten Teil insgesamt doch wieder, weil ich ja die Leben nicht bekomme. Aber wie ich, wie schon als ich mit Base spielte, beschrieben, war das jetzt korrekt? Wie ich es schon beschrieb, als ich mit Base spielte, funktioniert der zweite Gegner dieses Schlosses mit Mega Man ja nicht komplett anders, aber natürlich muss ein bisschen was an gesamten Kampfgeschehen verändert werden, da Mega Man natürlich nicht in der Lage ist, die Plattformen, wie sie bei Base geflogen sind, zu erreichen. Und wenn er nur extrem knapp. Was jetzt in meinen Augen nicht unbedingt hinnehmbar wäre.
So, da sind wir wieder. Ach ja, die Waffe muss hier wieder sein. Die Bomben wirft er aber anscheinend, wenn ich mich direkt vor ihm befinde. Das Problem ist, wenn er dann wieder zum Turbo greift. Nee. Das hätte ich ausnutzen müssen. Also wenn ich die Treppe benutze, die Leiter benutze, dann aktiviert er. Dann wirft er garantiert mit Bomben. So viel hält das Ganze gar nicht aus, ne? Das ist jetzt auch wieder blöd zu erledigen. Wegen unserer Begrenzung, was die Schüsse betrifft. Aber, was ich machen könnte, dachte ich mir zumindest. Ich dachte, ich könnte jetzt auf jeder Seite versuchen, jeweils eins der Teile kaputt zu machen. Also komm, ja, natürlich. Bei dem geringen Abstand dann nochmal zum Turbo greifen, natürlich. Ah. So funktioniert das also. Das ist ja mies. Aber ich bin drauf gekommen. Diese Taktiken bei Mega Man immer. Dass sie auch noch funktionieren. Aber gut, damit ist dieser Gegner jetzt auch offiziell, ja, relativ harmlos. Komm, geh kaputt! Ich möchte in das nächste Level! Wunderbar! Und der Rest? Ich meine, wenn ich den nächsten Roboter jetzt auch noch hinkriege, dann... Ich meine, wie ich den König besiegen muss, weiß ich ja. So, die Lebenspunkte muss ich jetzt natürlich auch liegen lassen. Aber ich bekomme das dafür. Ne, das bekomme ich nicht. Ja. Lebensverschwendung. Ja, mit Waffen wäre es kein Problem, dann hätte ich ab jetzt eine Sicherheit.
Nee, 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 nee. Verdammte Sallys. Ich kann nämlich wenigstens wieder hochheilen. Das ist ein Vorteil an den kleinen Nervensägen. Da oben müsste eh schon wieder der Durchgang sein, wenn ich mich nicht täusche. Moment, das spule ich jetzt aber. Also jetzt wirklich nicht, das dauert nicht lange bei Tellys. Bei dem anderen, wo ich die ganze Zeit wieder rauf und runter gehen musste, an dieser dämlichen Leiter, da habe ich ja, wie ihr sehen konntet, vorgespult. Aber also bei Tellys muss das jetzt wirklich nicht sein. Dankeschön. Das nenne ich doch mal zuvorkommend. So. Und da sind wir schon beim nächsten großen Gegner. So, und hier sieht man schon den Unterschied. Die Plattformen sind näher beisammen und von der Höhe her auch wesentlich angenehmer. Damit haben wir jetzt mit Mega Man schon mal einen deutlichen Vorteil. Auch wenn diese Fäuste... Ja, okay, wenn die Fäuste kommen... Wir kommen ungefähr so weit, dass eins zerstört werden darf. Autsch. Dennoch machen wir mehr Schaden als mit Base. Eine wirkliche Taktik habe ich für den nicht. Und das mit dem Laser? Was mache ich da am besten? Mit Mega Man kann ich nicht so wirklich zielen. Mit Base konnte ich mich halt... Mit Base konnte ich mich wenigstens dann aufs Springen konzentrieren, während ich... Mit Base konnte ich mich aufs Springen konzentrieren, da ich mich aufs Schießen nicht konzentrieren musste. Mega Mans Projektile sind natürlich stärker als die von Base, aber sie treffen halt nicht so leicht. Naja, mal sehen. Kurz, der hier könnte mal ein Problem werden, aber der König sollte dann kein Problem mehr werden. Den habe ich ja verstanden. Na, den Kollegen hier. Ja gut, recht viel zu verstehen gibt es da eigentlich nicht. Das Problem ist halt, dass man bei diesem Gegner Pech haben kann. Wenn der mit seinem Laser angreift, weiß ich nicht, was ich tun soll. Mensch, der mit seinem Laser. Natürlich macht diese dämliche Blase jetzt so eine Kurve.
Komm schon. Geht drauf. Oder gib mir Lebenspunkte. Gib mir die Lebenspunkte doch wirklich. Gerade noch ein Laser hinterher. Die Faust hätte mich sowieso erledigt. Ich habe schon mal gesagt, dass ich mir bei dem Gegner eine Lebensleiste wünschen würde, also für ihn. Diesen Schaden nehme ich ja immer. Lässt sich irgendwie nicht vermeiden. Ich werde hier jetzt aber keine Leben sammeln. Das mache ich in einem Hack. Aber doch nicht bei einem normalen Spiel. Okay, es kommt drauf an. Es kommt auf die Situation an. Hätte ich jetzt hier irgendwo einen Gegner gehabt, der mich wieder mal so richtig zur Weißglut treibt, dann wäre das was anderes, aber passen wie die großen Tellys. Ehrlich wahr. Was soll ich denn machen bei diesem blöden Laser? Trefft ihn ja nicht mal richtig. Versuch's mal mit aufgeladenen Schüssen, dass ich ihn nur mit aufgeladenen Schüssen versuche zu treffen. Die einzelnen Schüsse bringen da anscheinend nicht viel. Es ist ja sehr freundlich, dass ich mir die Lebenspunkte hinschmeiße, aber könntet ihr das vielleicht auch mal machen, wenn ich sie wirklich bräuchte? Das würde mir... Ist mir egal. Na, halt dich doch fest, Mega Man. Vorhin lässt ich mir. Dachte mir doch, lässt mir sowieso keine Leben fallen. Das war Glück bei den Tellys. Ganz einfach nur Glück. Geht er kaputt. So, jetzt wieder Lebenspunkt bei euch holen. So, wieder der Kampf. Sehe wieder von da oben, muss ich wieder aufpassen, dass du mir nicht triffst. Der kommt aber auch extra so, dass er einen treffen könnte. Ja. Mhm. Und was soll ich in solchen Momenten machen, bitte? Das ist einfach nur typisch für diesen Gegner. Einfach nur typisch. Wie viel Leben habe ich jetzt eigentlich noch? 3. Ja.
Gut. Aha. Ich sollte mal nicht so nah am Tisch sitzen. Meine Lebenspunkte. Warum mache ich das eigentlich hier? Das Ding kaputt machen. Der Eingang des Kampfes hat so ein bisschen was vom Kampf gegen Surges aus Mega Man X2. Der Kampf wenigstens Spaß gemacht hat. Der Kampf gegen Surges, der war schön, ja. Sogar ohne Waffen. Gut, ich sag mal, das mit dem Laser könnte ich ja noch so weit akzeptieren, wenn ich wenigstens aus dieser Phase immer gut Lebenspunkte ziehen könnte, aber das ist ja auch immer komplett zufallsbasiert. Das hat super geklappt. Gut, dann geht die Faust halt nicht kaputt. So viel zu Mega Man Stärke. Die Schrauben habe ich locker wieder zusammen, um mir die Leben zu kaufen, aber nur eine Menge Leben haben bringt halt auch nicht automatisch Fortschritt. Besiegt von Tellys. Ach Gott. Ja, ich weiß, dass ich gerade wieder viel zu angepisst bin. Aber ihr kennt mich. Mir geht es ziemlich auf die Nerven, wenn ich sowas, was eigentlich gar nicht so schlimm wäre, einfach nicht auf die Reihe kriege. Solltest zwar rutschen, Mega Man, aber gut, wenn du das Bedürfnis danach hast zu rutschen, zu springen, meine ich, dann mach das doch. Ja, wirklich eine Taktik. Ich bräuchte eine Taktik für diesen Gegner. Irgendwas. Aber der Gegner ist halt, ja, das ist halt wieder die, in Anführungszeichen, übliche Form Gegner. Die Sorte Gegner, die per Zufall ein bestimmtes Kampfmuster, Angriffsmuster auswählt und ja, das halt ausführen. Dann immer wieder das nächste, komplett zufallsbasiert. Wobei hier ein bisschen weniger Zufall ganz gut wäre. Wenn er diese Fäuste noch wenigstens immer so schießen würde, ja.
Aber was soll ich denn? Selbst mit vollem Einsatz schaffe ich es nicht, dieses Ding zu zerstören. Den konnte ich irgendwie nicht ausweichen. Da kam dann einfach mal keine Plattform. Und das war's schon wieder. Sagt mir mal, was ich da machen soll. Wenn der Zufall gegen mich spielt, habe ich keine Chance. Game Over spiele ich schon noch. Und wieder die Phase. Der Raum. Na so, aber auch ich habe Schaden bekommen. Gut, und bei dem Gegner, ich könnte jetzt nicht mal sagen, dass das hier mein Argument greifen würde, von wegen die Gegner dieses Spiels wären für den Waffeneinsatz extra konzipiert worden. Stimmt ja nicht. Ich weiß ja nicht, welche Waffe hier effektiv wäre und ich könnte es auch nicht sagen. Und bei dem Roboter davor kann ich es eigentlich, wenn ich es genau... Kann ich es genau genommen eigentlich auch nicht wirklich sagen, weil... Komm schon. Naja. Gut, haben unsere tatsächlich 10 Leben aufgebraucht. Ich kaufe wieder neue und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder bei Mega Man & Bass beim nächsten Versuch in diesem Level. Bis dann, Leute. Ich bin Xi. Ciao.